weiteren Folge von Pokémon Game Boy Advance Edition. Und zwar haben wir letztes Mal in diesem netten Tunnel hier aufgehört, wo wir dem Mann, dem älteren Mann geholfen haben, sein Wingull wiederzubekommen. Und ja, hier geht's offenbar nicht weiter. Ein großer Felsen, ein Pokémon könnte ihn vielleicht zertrümmern. Zertrümmerer haben wir nur leider noch nicht, also müssen wir wohl. Oder? Müssen wir wieder zurück? Oder werden wir angegriffen? Ah, Flubbel. Level 5. Okay, los, Flubbel. Level 15. Gut. One Hit. Sehr schön. Yay. So, und. Können wir nochmal kurz hier hochgehen? Ich habe einen Pokéball gefunden. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, und der Mann hat uns gesagt, dass wir ihn jederzeit besuchen können. Denn er ist uns jetzt sehr dankbar. Und ja, er hat gesagt, er wohnt in Blütenburg City, beziehungsweise davor. Erster Grasbüschel direkt angegriffen. Okay, Flummel. Stauner. Und es hat eine ganz schöne Initiative. Cool. Keine Wirkung. Gut, ja, dann Fund, der altbekannte Fund. Ja, mein Lärmschutz blockiert seinen Jaulen. Ach man, ey. Der muss doch gleich sterben. Wir sind doch mehr als doppelt so stark wie er. So. Blieb, blieb. So, also als nächstes müssen wir jetzt zu diesem alten Mann gehen, um. Oh Mann, Alter, wie das nervt. Um in der Storyline voranzukommen. Los, Flummel. Ich fände es ehrlich gesagt viel cooler, wenn man zuerst die Auswahl zwischen Kampf und Flucht hätte und dann wirft der Trainer erst seinen Pokéball. Also, das finde ich wirklich wesentlich cooler. So, dass er jetzt so steht hier unten. Ja, zum Beispiel sein Tickzack erscheint. Und dann möchtest du kämpfen oder fliehen und dann hast du halt die Auswahl, aber so wirft immer erstmal sein Pokéball. Naja. Ich hab da was gefunden. Ich habe diese Attacke Fund nie verstanden, also vom Namen her. Fund? Vielleicht Fund, also diese Gewichtseinheit oder Fund, halt was gefunden. Das ist mir unklar. Hey! Oh, und? Wie sieht's aus? Die Devon waren? Ja. Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großer Trainer, ich weiß. Ich werde dir zum Dank einen weiteren Superball schenken. Ja. Noch ein Superball. Kann ja nie schaden. Ja. Hm? Teleportiert. Dies ist die zweite Etage der Devon, Koratoration. Was zur Hölle ist das für ein Wort? Kooperation. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Kooperation. Okay. Wie auch immer. Auf jeden Fall cool. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ja, ich kann dir ja gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für deine Tat bin. Das Paket, das du uns zurückgebracht hast, darf ich dich bitten, es zu werfen? Ja, genau, soll ich auch noch mal kurz nach. Genau, ich renne mal schnell hier durch die ganze Welt. Mach doch mal selber was, Alter, wie faul der Typ ist. Es wäre fürchterlich, wenn es den Dieben erneut in die Hände fallen würde. Kann ich auch diesmal wieder mit dir rechnen? Nein. Ach, da fällt mir ein, würdest du mich einen Moment entschuldigen? Ja, jetzt dürfen wir auch noch nach. Alter. Unser Präsident würde gerne kurz mit dir sprechen. Komm bitte mit mir. Tralalala. Hi, Präsident. Bitte hier entlang. Ich bin Mr. Trum, der Präsident der Devon Corporation. Portation. Ich muss dringend mal googeln, was dieses Wort heißt. Wahrscheinlich wissen das alle, nur ich nicht.
Egal, Konversation. Ich muss etwas mit dir besprechen. Du hast unseren Mitarbeitern nicht nur einmal, sondern zweimal aus der Klemme geholfen. Du bist so außergewöhnlich, dass ich dir gerne, dass ich dich gerne um einen Gefallen bitten möchte. Anstatt dass du mir irgendwie was gibst zum Danken. Nee, du bist so außergewöhnlich, dass ich dich arbeiten lasse. Ich weiß, dass du ein Paket zur Werft in Graphitport City bringen willst. Graphitport, genau so ist die Stadt. Könntest du auf dem Weg nicht auch in Faust-Auenhafen Halt machen? Ja, könnte ich machen. Und Troy in Faust-Auenhafen einen Brief von mir überbringen? Brief halten. Hehe, den lese ich jetzt. Pixel packt Brief in Basis-Item-Tasche. Muss da drum. Nun, du solltest wissen, dass ich ein einflussreicher Präsident bin. Daher würde ich dich nie um einen Gefallen bitten, ohne eine Gegenleistung. Aha! Zu erbringen. Deshalb möchte ich dir dies hier geben. Ja, ich habe den Pokénav bekommen. Dieses Gerät. Es ist ein Pokémon-Navigator, der kurz ein Pokénav. Ein unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Trainer auf Abenteuerreise. Er enthält die Karte von Hoenn. So kannst du ganz leicht herausfinden, wo die Orte Faust-Auenhafen und Graphitport City liegen. Das ist doch gut. So, das war's auch schon mit dem Gespräch. Ich sag nicht irgendwie Tschüss sagen. Ja, mit dem Navi kannst du Sachen finden. Und dann machst du es auch schon. Ja, bis hier durften wir auch schon so gehen. Aber da stand halt einer vor diesem Tor. Ja, guck mal, der Typ sieht genauso wie dem Typen, den wir in die Devon-Waren gebracht haben. Und der da auch, nur mit einem anderen Anzug. Ah, hier können wir wieder rennen, wie schön. Genau, jetzt müssen wir erstmal. Hey, da schau her, Briggs. Ich wette, der fordert uns jetzt heraus. Also. Mew. Deep. Sorry. Ach, diese Musik ist so beruhigend. Kommt jederzeit wieder vorbei. Bestimmt vielleicht ist. So, dann mal meine Pokémon sortieren. Pokex, Pokémon. So, Morabische an erster Stelle. Dann Flummel. Also, ist ja egal wie, nur, weißt du, er hat jetzt halt den Feuerstarter, nicht Quatsch, den Blattstarter genommen, den Pflanzenstarter. Also, wäre ich wohl nicht so gut bedient mit Morabel. Nehme ich mal Schwalbini. Der hackt so auf kleinen Bettern gerne rum. Ich kann einfach den Kampf mit Briggs umgehen. Lull. Hey, psst, Briggs, hier unten. Hi. Pixel, wie sieht es mit deinem Pokédex aus? Meiner ist eine Wucht. Ich habe in Blütenburg weit jede Menge Pokémon gefangen, bis ich keine Pokébälle mehr hatte. Ach so, der will gar nicht kämpfen. So ein Schlawiner, ey. Hab mir schon Sorgen gemacht. Hi, Zwillinge. Tschüss, Zwillinge. So, ab durch den Wald. Den Blütenburg-Wald. So, also, dann sind wir jetzt auch schon so gut wieder. Jetzt müssen wir hier am Millionär vorbei. Entschuldigung, klopf, 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 darf ich reinkommen? Die beiden haben Spaß. Komm her, ich schummel mal. Gefangen! Und gefangen, okay. Mr. Brack. Warte, Mädchen, nimm mal langsam, Pecco. Hm? Du bist Pixel. Du hast mein Lieblings-Pecco gerettet, auch dein einziges. Wir verdanken dir sehr viel. Wie bitte? Du möchtest mit mir segeln? Du musst einen Brief in Faust-Auenhafen und ein Paket in Graphitport City abgeben. Da bist du aber gut beschäftigt, allerdings. Aber deine Bitte ist überhaupt kein Problem für mich. Bei mir bist du richtig. Wir setzen die Segel Richtung Fausthafen.
Ja. Post aus Hafen. Wir kommen. Anker gelichtet. Pecco, mein Liebling. Wir setzen die Segel. Oh, wir setzen Segel. Voll das Riesenschiff. Also ich glaube nicht, dass da zwei Leute drauf passen würden. Okay, zwei schon, aber mehr nicht. Und wie soll Pecco da noch drauf passen? Wir müssen ja auch die ganze Fahrt auf der Schulter von diesem alten Herren sitzen. Und guck mal, beinahe wären wir gegen die Felsen gefahren. Hopp. Ahoi, wir haben in Fausthausen, Alter, wieso kann ich das jetzt nicht aussprechen? Fausthausen Hafen Anker geworfen. Ich vermute, du wirst diesen Brief jetzt diesem Troy bringen. Oh, ist das schön hier. Hey, du. Ja, ja, der labert mich nicht voll. Zeit ist Geld. Ist gut. Ja, ja, genau. PC, Geheimnis, cool. Yeah, absolut richtig. Yeah, cool. So, hier wohnt die Halle. Okay, Informationsbörse für jedermann. Dich würde mich mal interessieren. Wo ist Troy? Troy. Wieso hast du so eine komische Frisur? Wieso hast du so eine komische Frisur? Ich habe nachgedacht. Stimmst du mir zu, das Geheimnis-PC? Rein zufällig redet er genau über das, was ich vorhin gesagt habe. Nee, komm, jetzt, das ist jetzt echt nicht so wichtig, ne? Ich muss zu Troy und ihm den Brief geben. Tschüss. Hallo, Kleiner. Du bist echt klein. Das war jetzt eine wichtige Aussage. So, wo ist Troy? Ich destroy ihn. Das wäre jetzt der beste Run der Welt. Och, süß, Lea. Wow, du hast die beschwerliche Reise über das Meer auf dich genommen, um nach Fausthornhafen zu gelangen. Woher weißt du das? Kann der Gedanken lesen. Bist du hier, weil du von Camilo gehört hast? Es ist so cool. Er ist ein Idol für jeden. Ich hab grad Idiot gelesen. Da dachte ich, ein Idiot für jeden. Schau mal hier in der Arena. Das sehe ich doch gerne. Gehen wir mal rein. Ah, die Arena. Meine Lieblingsarena. Dann gehen wir mal hier. Okay, hier ist eine Sackgasse. Da ist schon der erste Trainer. Du fasst mich raus. Dann wundere dich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Das ist aber gemein, ey. Eine Zicke? Achso, eine Göre, alles klar. Nee, ist gar keine Göre, ist eine Kämpferin. Also, das ist eine Göre. Mediti. Ein Pokémon, das Geduld drauf hat. Schnabel, er ist tot. Okay, ist gleich mal so uneffektiv. Und meditieren. Angriff steckt. Na, das macht aber nichts, denn es ist sowieso mit dem nächsten Schnabel down. Yay. Wop. Schwabini. Yay. Dip, daddy. Wow, Schluchtschniebe. Tja, jetzt hältst du wie ein Baby, würde ich mal sagen, ne? Und wir kriegen bestimmt mehr Licht in die Sache. Rechts oder links, rechts oder links. Mischo will wohl doch links gehen. Ah, sieht ganz nach dem Hauptweg aus. Kämpfer, wir kämpfen. Oh. Wir sind schon da. Sparen wir uns ein paar Kämpfe. Auch wenn ich da eigentlich hätte. Ich hätte da eigentlich ganz gut Geld verdienen können. Ja, so eine lustige Frisur. Ja. Marcholo. Los, Schwalbini. Okay, also Schnabel ist eine Flugattacke. Da habe ich noch Flügelschlag, Zuckig und Energiefokus sind normale Attacken. Also probiere ich nochmal Flügelschlag, weil Flugattacken scheinen relativ effektiv zu sein. Ja, schon ein bisschen effektiv. Down. Ja, gemacht. Level 16. Ich wechsle mal mein Pokémon nicht, denn Schwalbini ist wie gemacht für diese Arena und dann kann ich auch mal ein bisschen farmen. Also Level farmen. Jo! Na, fast down. Protz nicht so. Angriff steigt stark.
Ah ne, nur steigt ganz normal, okay. Kommen wir nochmal. Und tot. Also, tot. Pokémon kann nicht sterben, die sind nur besiegt. Die sind total zerkratzt, verbeult und fast tot im Pokéball, aber... Ja, ne, Ebert, geil. Was, das war schon? Wir müssen nur dreimal Flügelschlag einsetzen. Du bist echt schon ganz schön harter Boy. Muss ich dir lassen? Yay, Licht. Tschüss. Ah, nee, doch nicht. Ja, der ist mir noch nicht dankbar. Ja, ich habe den Knöchelorden von Camillo erhalten. Das ist doch ganz cool. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen. Auch du. Auch die, die du durch Tauschen erhalten hast. Auch die, die du du. Und du kannst die VM Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine. Alles klar. Achso, technische Maschine meine TM. So, ich dachte schon. Protzer. Ja, Protzer ist ja schon eine ganz coole Attacke, aber tschüss. Das ist ja wirklich nicht so schwer. Also ich müsste jetzt nur einen Trainer hier defeaten. Und ihr traut euch nichts mehr. Bin ja einfach durchgerusht wie sonst keiner. Also man muss mindestens gegen einen Trainer kämpfen. Das ist diese Göre hier, Kämpferin meinte ich. So, dann, Beutel. Ich habe nur Zerschneider. Also noch kein, Blitz. Mal schauen, ob ich das herkriegen kann. Ja, ich weiß, eine kleine Insel hier. Komm, gehen wir mal hier lang. Hey, lass uns kämpfen. Ich bin nämlich ein Gangster. Gegen mich. Der Angler hier. Arthur? Okay, Tentafarm. Das ist Schwalbini. Okay, ich probier mal. Flügelschlag? Das kam in letzter Zeit so gut. Ja, geht. Nein, nicht vergiftet sein. Nee, okay, doch. Mann, dann werde ich einmal von dem schon scheiß Giftstachel getroffen. Direkt vergiftet, ey. Mann. Oh, Akku fast leer. Gut, dann muss ich mal an der Stelle kurz einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, musste kurz einen Cut machen. Der Akku ist immer noch ziemlich low, aber ich mache jetzt auch nicht mehr so lange die Folge. Ist ja eh schon 17 Minuten oder so. Und Schreibini ist Level 17, sehr schön. Unvergiftet. Wir gehen noch kurz zum Pokémon Center. Tja, Arthur, da weinst du. Okay. Ah, okay. Ich speichere schnell. Das war's mit der Folge. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao.